herzliches Grüß Gott. Sketti läuft in die Goldmine, will gucken, was er machen kann. Ich frage ihn nochmal lieber. Ja, ich habe ja Goldmünzen gegen... Ich würde gerne Goldbrocken gegen Goldmünzen tauschen. Genau, er sagt ja. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? 10 Goldstücke. Ui. Aha, Goldbrocken tauschen. Kann man denn eine Anzahl von Goldbrocken tauschen? Das würde mich mal interessieren. Lass uns handeln. Na schön. Ein Goldbrocken tauschen, alle Goldbrocken. Aha. Weil ich habe ja sehr viele Goldbrocken. Ich werde mal 5 tauschen. Um mal halt eben das lustige Scrolling da auf der linken Seite auszuprobieren. Jetzt gehen wir und warten irgendwo Mitternacht. Um Mitternacht. Und zwar unten soll ja dann der Kendrick auftauchen um Mitternacht. Das habe ich noch mal im Log eingesehen. Irgendwo. Ach nee, das ist ja Log. Gucken wir mal eben. Gold mit. Sketti teilt mir mit, dass er nun die Mine so gut es geht ausbeuten will. Mit Kendrick will er sich um Mitternacht am Teleporter im Canyon treffen. Also im Canyon. Am Teleporter. Im Canyon. Im Canyon. Mhm. Also nicht hier, sondern. Wo war er? Bin ich total plätt oder was? Hier war doch auch einer. Oder habe ich mich da jetzt Ach, da oben. Nochmal alle gegrüßt. Ihr sollt noch alle mal. Ja, ich weiß. Ihr seid jetzt ab jetzt nochmal alle gegrüßt. Hier ist ja ein Teleporter. Und Teleporter im Canyon. Das war. Ich kann mich hier nicht so. Das ist Sumpf. Banditenlager. Entweder. Noch da. Entweder das Ding hier oder den anderen Canyon Porter, wo es hier hingeht. Aber ich will erstmal eine Runde schlafen bis Mitternacht. Und schauen mal, welcher Teleporter damit gemeint ist. Gucken, ob hier alles läuft. Bei mir läuft alles. Ich hoffe, bei euch auch. So, privat und zu Hause bis Mitternacht. Da haben wir. Werden wir mal sehen, welcher Porter Tele gemeint ist. Ui, das ist auch eine schöne Aussicht. Leuchten alle hier. So, it is 0:03 Uhr. So, da wo der Baum ist. So, soll ich da noch ein bisschen warten oder gleich durchgehen? Ich gehe mal gleich durch. Auch nicht. Was ist denn jetzt los? Sind meine Gehirnschmelze, ja. Mein Gehirnschmalz scheint es noch nicht ganz kapiert zu haben. Dann warte ich nochmal. Jetzt habe ich noch eine weitere Nacht geschlafen, bis Mitternacht. Aber hier ist noch keiner aufgetaucht. Jetzt gehe ich mal hier durch. Und, ja, 0:09 Uhr, kann ich ja immer hin und her machen. Das ist ja hier der Canyon. Und in diesem Canyon gibt es ja nur diesen einen Teleporter, ne? Richtig. So, ich nochmal hier rüber, vielleicht sehen wir sie hier irgendwo. Hier ist auch keiner. Also wenn es heißt am Teleporter, dann gehe ich davon aus, dass hier wirklich auch direkt am Teleport gewartet wird. Aber hier in der Umgebung ist nichts. Null. Jetzt gehe ich nochmal zum Canyon. Kendrick. Nee, auch nicht. Grübel. So, andere Idee. Ich bin jetzt zu Alligators Jack Bettchen hingegangen, werde ich von da aus jetzt mal bis Mitternacht schlafen und mal gucken, ob ich dann ihn, den Sketti mit dem Kendrick am Teleporter im Canyon treffen kann. Was war denn hier nochmal auf dem Buddala-Fleisch? Ach ja, so, jetzt bin ich mal gespannt.
Das muss doch jetzt mal klappen. Vielleicht hat es irgendwas mit der Reichweite zu tun oder... Ne? So, ach, nicht ins Wasser latschen. So, das ist jetzt der... Wir gucken noch mal genau auf die Uhrzeit. 0.07 Uhr. Und am Teleporter im Canyon niemand da. Jetzt teleportiere ich mich mal wieder zurück. Und auch hier ist niemand da. Das kann ich jetzt ewig so weitermachen. Ist das jetzt ein Fehler? Ein Bug? Also ein Bug? Ich weiß es nicht. Yep. Ich habe mal geguckt in die Komplettlösung. Da steht was völlig anderes. Während hier steht, Mitternacht im Teleport zum Canyon treffen, was ich ja eben ausprobiert habe, steht im, in der Komplettlösung, dass ich dann jetzt zu Kendrick zurückgehen soll. Na, super klasse. Also dann gehen wir mal zurück zu Kendrick. Und dann melde ich mich wieder. So, jetzt habe ich mich mal hierhin teleportiert. Ich schlafe mal eine Runde. Ist noch ein Bettchen frei hier? Ja. Ah, nächster Morgen ist wohl am besten. Ja, draußen ist es regnerisch, deswegen ist mein Gesicht auch so dunkel. Skip, bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Geht sofort los. Ja. Jetzt sind wir wieder da. Ja, Kendrick, das ist ja der Schmied hier. Hey. Und jetzt gucken wir mal. Sketty ist mit allem einverstanden. Sketty ist mit allem einverstanden. Sehr gut. Alles Weitere könnt ihr untereinander klären. Ah. Euer Treffpunkt wird gegen Mitternacht beim Teleporter im Canyon sein. Ich sehe, du hast an alles gedacht. Sehr gut. Hier hast du das Gold, das ich dir versprochen habe. Herzlichen Dank. Elbridge Deal mit Francis. Ach, das ist noch der Streit. Gut. Erzähl mir jetzt was über Elbridge Deal mit Francis. Gut. Elbridge hat von Francis einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Einen Zettel? Ja, den müsste er noch bei sich tragen. Ich weiß zwar nicht, was auf dem Zettel draufsteht, doch er schien mir sehr wichtig zu sein. Interessant. Danke für den Tipp. Ah ja, okay. Jo, dann geht's wieder rüber zur Insel oder zu diesem Teleporter. Ich speichere mal ab. Dann gucken wir mal ins Logbuch. Vielleicht gibt's da noch wichtige Hinweise. Wo ist denn jetzt... Ah, Goldmine der Banditen. So, alles weitere besprochen. Ich habe Sketty zu Mine gebracht, blablabla. Und ich habe Kendrick mitgeteilt, dass Sketty mit seinem Angebot einverstanden wird und es sich... Ja, okay, jetzt kommt das mit dem Teleporter-Treffen um Mitternacht. Jetzt geht's zur aktuellen Mission und zwar Streit im Piratenlager. Der Schmied der Piraten Kendrick gab mir einen wichtigen Hinweis. Elbridge hat einen Brief von Francis bekommen, den er noch bei sich haben muss. Mal sehen, ob ich diesen Elbridge entwenden kann. Eieieiei. Auch das noch. Wo bist du denn? Hey du, was schleichst du da rum? Ja, bist ja gut, am Aufpassen. So, was kann ich denn hier? Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Hä? Ich habe ja abgespeichert. Okay. Kommen da nicht mit klar. Was meint die denn jetzt mit dem Zettel? Elbridge hat einen Brief von Francis bekommen, den er noch bei sich haben muss. Elbridge hat einen Brief von Francis bekommen, den er noch... Ach so, Francis! Und Jump. Es geht nicht mal einfach mal so über die Reling springen. Ja. Okay, wir sind... Ach, ich hätte auch wieder teleportieren können. Okay, bis Francis. Da ist er und sägt sie hin, Wolf. Immer an der gleichen Stelle. Der Francis. Mal gucken. Gehen wir mal hier und gegenüber und sprechen ihn mal an. Nein, Ende. Wo ist mein Denkfehler? Ich habe mal kurz noch wieder in die Komplettlösung geguckt und da steht drin, entwende Elbridge diesen Zettel. Habe ich ja eben probiert, ging nicht.
Dann wird's wohl Zeit, zum Teleporter zu gehen um Mitternacht. Nicht wahr? Dann machen wir das eben. Und das überspringe ich dann auch. Mein Gott, was eine Folge. Vielleicht war es ja auch nur die Reihenfolge, die ich irgendwie übersehen habe. So, wir haben Mitternacht. Ich habe ja noch geschlafen. So, aktuelle Missionen. Mitternacht, 0.12 Uhr. Teleportstein hier im Canyon. Kommen sie jetzt oder kommen sie jetzt nicht? Ah, dann werde ich mich mal hier hin bewegen. Zum Tempelportal. Jetzt sind wir schon wieder hier. So. So, wo seid ihr denn? Immer noch nicht. Ich kriege die Krise. What is the matter here? Jetzt gehe ich hier mal rein, ob Sketti hier noch ist. Nein, das war ja die Goldmine. Oder ob... Ah. Oder? Ja, muss ja wohl, ne? Also, der wird hier nicht sein. Ich will nur mal sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen. So, hier ist er nicht. Hier ist er nicht mehr. Ergo, ich werde dich jetzt mal zur Goldmine rüberfetzen. Und gucken, ob Sketti da ist. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hätte ich ja auch gleich die... Naja, fürs Beamen bin ich nicht gemacht. Also bis gleich. Ja, wie schon gesagt, fürs Beamen bin ich nicht gemacht. So, gucken wir mal. Ich habe so was... Hier, da ist er. Gut, na, im Dunkeln lässt sich's nicht so gut munkeln, oder doch? So. Gucken wir mal, ob Sketti irgendwo hier in der Goldmine noch rumhängt. Also so weit bekloppt ist jetzt. So. Da müssen wir natürlich hier alle Bereiche absuchen. Sketti, wo bist du? Auf der Suche nach Sketti. Wie soll ich das jetzt hier nennen? Die Goldmine. Das ist ein Ding. Also hier ist Sketti nicht. Gewöhnliche Axt. Und eine Waldbeere. Hä, sorry Leute, dass ich jetzt da... Entweder habe ich einen Denkfehler oder ist tatsächlich ein Buggy. Jip, 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 jip. Okay, dann geht's hier weiter rum. Vielleicht hier? Ja, natürlich. Hier ist Schmiedezeug. Das heißt, Elridge müsste sich dann auch hier später befinden können. Weiß ich nicht. So, hier ist auch nichts. Hier ist auch niemand. Ich will das einfach nur zeigen, dass hier ist auch kein Sketti. Sonst komme ich hier nämlich nicht weiter. Dumm ist aber. Schauen wir mal. Gruselig. Ja, Steinwächter, die haben wir ja alle gesehen. So, auch hier ist kein Sketti mehr. In keiner Ritze befindet er sich. Ach, liebe Leute. Okay, dann gehen wir hier weiter runter. Weil hier gibt es auch eine Möglichkeit zum Kochen und so. Okay, hier befindet sich auch kein Sketti. Ja, da oben war ich ja schon. Hier sind wir. Ich habe alles abgesucht, meiner Meinung nach. Oder? Ja. Naja. Gehen wir mal hier nochmal rum. Nö, hier kommen wir ja wieder raus. Ja, nee. Leute. I'm so sorry. No Sketti there. Wie spät haben wir es jetzt? 1.32 Uhr. So. Ist jemand hier? Nein.
Canyon. Niemand hier. Gut, ich will mal die Gunst der Stunde ausnutzen. Bring mich zum Schiff. Geht sofort los. Denn ich habe herausgefunden, jetzt nicht wegen dem Canyon oder wegen dem Zettel, sondern wo die Peoples schlafen. Die schlafen nämlich hier oben. Beziehungsweise da unten. Aber erstmal, ja, da bin ich ja drin gewesen, da geht es noch weiter. So, und wenn wir uns mal reinschleichen, dann können wir nämlich auch hier schön Beute machen. Da drüben, also da, ich muss immer umdenken, sind sie nämlich. Erstmal fangen wir das Ganze hier von vorne an. Nee, von hinten. Wir holen uns erstmal ein paar Sachen. So, und wenn da jemand wach werden sollte, sobald ich aufhöre zu schleichen. Was für ein geschnetzeltes? Feuergeschnetzeltes, lecker. Ich mag Feuergeschnetzeltes. Ja. Rum. Lecker. Sup. Was gibt's hier noch für Klamotten? Fischsuppe rum und Fischsupp. Noch eine Fischsupp. Der Hesse sagt ganz gern Supp dazu. Wurst und Fischsupp. Und Milch. Ja. Schleichen wir uns mal hier durch. Erstmal nur da durchschleichen. Also da hier auf der anderen Seite. Mhm. Monty schläft außerhalb seines Bettes. Roderick. So. Elbridge. Da ist Elbridge. Na, wenn ich den aufwache, dann gibt's Klitsche. Aufwecke, meine ich. Oh. So, das ist natürlich auch wieder das Heck. Da wird nichts sein. Nee, ist nix. Ja. Ich speichere mal. Und dann gucke ich mal, ob ich einen Elvridge hier von außerhalb wecken kann. Schleichmodus geht das nicht. Aha. Oh, verdammt, was ist los? Ja. Hey du. Aha, jetzt steht's plötzlich da. Ich wollte... Mann, störe mich nicht, ich bin beschäftigt. Ja, okay, aber trotzdem, leg dich nicht wieder hin. Ich würde mal versuchen, den Brief zu stehlen. Weil es steht, es wäre sehr schwierig. Na, warte, du dreckiger Dieb. Klar. Also brauche ich ganz viel Geschick, um dem Elvridge, den Brief zu stehlen. Was? Ach so. Och, ich hau mal ganz schnell ab. Der ist nämlich noch wach. Ja. Und für 5 Lernpunkte bei Lucia und für 5, ich meine, nee, Moment mal, ich will geschickter werden. Ich will geschickt. 20 Lernpunkte für 5 Geschicklichkeit, das ist mir zu teuer. Ich habe nämlich nur im gucken wir mal eben. 55, ja. Wer ist denn noch geschickter oder welcher Lehrer gibt's denn noch am Strand zum Beispiel? Gucken wir mal. Aktuelle Mission, allgemeine Infos. Lehrer bei dem Piraten. Henry, Morgan, Brandon, stärker und geschickter. Vielleicht sollte ich da mal hinfetzen, bei Brandon. Erstmal gucken, wo er ist. Ja, wo die dann schlafen, das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich mal eben noch durchsuchen. Ich halte mal eben kurz an und dann bitte ich mich wieder. Das waren nur ein paar Sekunden. Hier ist Brandon. Mal gucken, wie teuer er ist im Geschick. Verdammt. Ja. Ich will bei dir trainieren. Ich will bei dir... Yep. Geschicklichkeit auch 20. Ich werde jetzt mal im Off gucken, was ich denn noch für Amulette und Ringe habe, um halt eben maximales Geschick herauszuholen. Das... Einen Moment nur. Ja. Ich habe geguckt. Ich habe nur einen Ring der Gewandtheit. Amulett habe ich kein Geschick. Und der gebe dann sozusagen 3 Geschicklichkeitsbonus. Boah, tolle Nummer.
Ja, dann gucke ich mal an der Werkbank bei Tageslicht, ob ich was Besseres machen kann. Was ist los? Nachdem ich eine Nacht geschlafen habe, war doch die Werkbank. Und wenn ja, wo ist sie nochmal? Da ist er. Gucken wir mal. Amulette schmieden, Ringe schmieden. Mal gucken, Amulette schmieden. Kann ja auch sein, dass ich noch gar nicht irgendwelche Ressourcen dafür habe. So, Feuerschutz, Waffenschuss, Magie, Erzhaut, Wendigkeit. Aha. Goblinbeere und Geschick plus 10. Aha, Amulett der Wendigkeit. Gibt es noch was Besseres? Lebenskraft, Erleuchtung, okay. Oh, mal gucken, ob ich das Amulett der Wendigkeit machen kann. Amulett der Wendigkeit hergestellt. Yes! So, gucken, ob es noch bessere Ringe gibt. Also Geschicklichkeitsringe, Steinhaut, Eisenhaut, Geisteskraft, Magieschutz, ja. Unbezwingbarkeit, Gewandtheit. Die Goblinbeere gibt nur Geschicklichkeit plus 5. Das wäre dann Lebenskraft, rotes Erz, Kronstöckel. Ja, ich glaube, das wäre dann alles. Ja, gut, okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal einen Ring, der. Wo haben wir denn das jetzt nochmal? Weiter oben. Geschicklichkeit. Mal gucken, ob das auch geht. Ring der Geschicklichkeit hergestellt. Okay, so weit sind wir schon mal. Das heißt. Gucken wir uns das mal an. Ich nehme mal das Amulett der großen Erleuchtung weg. Und dann gucke ich Amulett der Priesterkrieger. Wendigkeit. Okay. Gut, dann gravierter Ring, Ring der Heiler, Ring der Priester, Ring der Gewandtheit. Dafür mache ich mal erstmal Unbesiegbarkeit weg. Zack. Und Moment mal, das ist... Geschicklichkeit, okay, da ist er. Gewandtheit ist auch ein Geschicklichkeitsbonus. Vielleicht kann ich ja noch einen Geschicklichkeitsring herstellen. Ich probiere es einfach mal aus. Dann haben wir nämlich doppelte Geschichte. Erzhaut, Geschick, Gewandtheit, Geschicklichkeit plus 5. Ring der Geschicklichkeit hergestellt. Wunderbar, gucken wir noch mal rein. So, da ist er wieder. Ne, den habe ich angezogen. Und da ist nochmal. Nee. Gewandtheit. Nee. Geschicklichkeit. Da ist er. Da ist er. So. Jetzt muss ich mir erstmal merken, was ich alles nicht, was ich alles abgelegt habe. Also, Ring der Geschicklichkeit. Gucken wir uns doch jetzt mal ganz genau an, wie viel Geschick wir jetzt haben. Jetzt haben wir nämlich 113 Geschick, nur um diesen blöden Zettel zu entwenden. Und ich weiß ja nicht, ob ich denn mit der Geschicklichkeitsgeschichte den Zettel entwenden kann. Ansonsten müsste ich dann... Ja, ansonsten müsste ich dann, wie hieß die Süße? Nadja fragen. Nee, Nadja war das nicht. Es gibt es ja hier vor seinem Haus. Okay, dann darf ich ja wieder springen. So, bring mich rüber. Bring mich zum Schiff. Da bin ich mal gespannt. Geht sofort los. Er soll mir nichts entpflichten. Gut. Jetzt wären wir hier. So, Kendrick. Nee, es war Elridge. Nicht Kendrick. Hey! Da war wieder der Denkfehler. Oder Elridge, Elridge, Elridge. Wieso lang? Lucia hieß sie, genau. Lucia. Trotzdem will ich erstmal gucken, wo sind jetzt die anderen? Die waren ja später da, ne? 8.52 Uhr. Ich schlafe mal und dann überspringe ich mal. So. Hab mal eine Runde geschlafen auf der anderen Seite. Und jetzt frage ich einen Elridge. Es wäre schwierig, seinen Brief zu stehlen. Ach ja, ich wollte mal abspeichern. Jetzt versuchen wir es mal mit diesen Geschicklichkeitswerten. Schwieriger Zettel. Nee, schmieriger Zettel von Elridge erhalten. Ich bedanke mich. Wunderbar. Dann lesen wir den auch mal gleich. Da haben wir, ne? Ach, nicht. Hi, Elridge. Smitty und Lukas haben mir gesagt, dass du ebenfalls keine Lust hast, dich bei den Arbeitern, nee, bei den Arbeiten im Lager zu beteiligen. Wenn du mir 100 Goldstücke im Monat zahlst, werde ich dich von meiner Liste streichen. Denk aber daran, Maul halten. Greg darf nichts davon erfahren. Francis, immer wenn ich springe.
Ja, Elvich. Hey, hast du was gemerkt? Nö, ne? Ich wollte... Mann, störe mich. Ja, du bist beschäftigt. Ja, gucken wir mal. Streit im Piratenlager. Ich habe einen Brief bei Elridge gefunden, der Francis schwer belastet. Mal sehen, was der alte Gauner hierzu sagen wird. Dann werden wir doch mal ich überspringe das, kleide mich wieder um. Das heißt also, ich werde meine Amulette und Ringe wieder mal an den Platz bringen und dann gucken wir mal, was der Francis zu sagen hat. Hey! Sieh mal, was ich hier habe. Verdammt, das ist ja... Woher hast du diesen Zettel? Dreimal darfst du raten. Ich denke mal, dass sich Greg für dieses Schreiben sehr interessieren wird. Hey, warte. Ich kaufe dir diesen Brief ab. Sagen wir 100 Goldstücke. Vergiss es. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du dich nicht mehr weiter von den Drückebergern schmieren lässt, gebe ich dir mein Wort, dass ich den Brief Greg nicht zeigen werde. Na schön. Mir bleibt keine andere Wahl. Einverstanden. Ich hoffe aber, dass ich mich auf dein Wort verlassen kann. Kannst du. Nathaniel wird also jetzt abgelöst werden? Ja, wird er. Smite wird jetzt seinen Job übernehmen. Der schuldet mir sowieso noch das Gold vom letzten Monat. Von mir aus. Sorg dann aber dafür, dass auch Elvridge was zu tun bekommt. Und warum? Das musst du nicht wissen. Na schön, er kann meinen Job machen. Dann kann ich mich um was anderes kümmern. Cool. Gucken wir nochmal kurz ins Log. Streit im Piratenlager. Ich habe Francis den Zettel gezeigt, den Elvridge in der Tasche hatte. Francis ist ganz schön blass geworden. Angesichts dieses Beweises ist er nun bereit, sich nicht mehr von den Drückebergern bestechen zu lassen. Das sollte ich sogleich Nathaniel mitteilen. Ach, ist das lustig. So, dann hätten wir auch diese lange Quest. Was ist mit Smitty? Gibt's was Neues? Was gibt's? Nichts. Was sollte auch schon groß passiert sein? Okay. Aber ich werde mal Nathaniel hier gleich. Das ist auch ein Sägefreak hier. So. Es wird sich jetzt niemand mehr drücken. Es wird sich jetzt niemand mehr drücken. Francis wird nun jeden ohne Ausnahme zur Arbeit einteilen. Hä? Wieso denn das auf einmal? Ganz einfach. Ich konnte Francis nachweisen, dass er geschmiert wurde. Da musste er klein beigeben. Tatsächlich? Ist das wirklich so? Ja. Warum bist du dann nicht zu Greg gegangen und hast ihm gesagt, was Francis für ein mieses Spiel abzieht? Nun, ich denke, dass dies nicht so gut gewesen wäre. Francis hätte zwar von Greg gewaltigen Ärger bekommen, doch wäre der Unfriede im Lager noch größer geworden. Ich finde, dass deine Entscheidung falsch war. Wer garantiert uns, dass Francis nicht in ein paar Tagen so weitermacht wie bisher? Keine Sorge, Francis ist kuriert. Na, ich weiß nicht. Alles wird gut. Genau. Noch was? Es wäre schwierig. Nee, lassen wir mal. Ja, Henry. Hey, du. Ich will bei dir trainieren, ist klar. Ja, dann haben wir dann das auch schon mal erledigt. Piratenstreit dürfte, wenn... Ja, ist nicht mehr hier. Piratenstreit. Streit im Piratenlager. Mitgeteilt, wo alle Männer ohne Ausnahme zur Arbeit erteilen werden. Das ist gut. Schön speichern. Um nochmal ins Logbuch zu gucken. Und zwar... Piratenwrack im Sumpf? Nein, das war die erfüllte. Und zwar die Goldmine der Banditen. Ich habe Kendrick mitgeteilt, ne? Dass sie sich mitternachts am Teleport im Canyon treffen mit Sketty, also Sketty und Kendrick. Aber wie ihr gerade eben vor ein paar Minuten gesehen habt, war Kendrick immer noch auf dem Schiff. Da würde ich doch mal ganz gerne wissen, wo da der Hase im Pfeffer ist. Und oder ob das ein Flavortext ist, dass sie dann unter sich und ich habe da überhaupt nichts mehr mit zu tun. Da wäre cool, wenn ich da einen Kommentar dafür kriegen würde. Und ich werde jetzt auch mal schließen für die Folge und bin gespannt, wie es weitergeht wegen der mächtigen Waffe und den weiteren Schätzen, die es noch zu suchen gilt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sage Tschüss, bleibt standhaft, ciao.